Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Eine einfache analoge Märklin-Lokomotive Artikel Nummer 3000 verlässt nach kurzer Pause das Abstellgleis. Der Anhänger 4046 wechselt in Abhängigkeit der Fahrtrichtung die Beleuchtung. Die Lokomotive hält am Bahnhof an, Passagiere können einsteigen und einmal wird das Gleis oval durchfahren. Die Lokomotive hält wieder am Bahnhof an, die Passagiere können aussteigen. Leer setzt sich der Zug jetzt wieder in Bewegung. Und fährt dann rückwärts wieder in das Abstellgleis ein. Alles analog. Jetzt kommen wir zur Funktion des Richtungswechsels und des Rundenzählers. Der Zug fährt hier lang, kommt zu diesem Schaltgleis und dieses Schaltgleis schaltet die Funktion 2 des elektronischen Fahrgerätes für den Richtungswechsel. Der Zug würde dann ja sofort zurückfahren. Damit das nicht passiert, ist hier ein Universalfernschalter, der das Kabel sozusagen von hier nach hier unterbricht. Jetzt fährt der Zug weiter, kommt zu diesem Schaltgleis. Der könnte jetzt diesen Universalfernschalter umschalten, dass bei der nächsten Runde dieses Schaltgleis aktiv ist, aber auch an dieser Stelle ist es durch einen Universalfernschalter unterbrochen. Hier tut sich also auch nichts. Erst wenn der Zug da hinten ankommt, schaltet er diesen Universalfernschalter. Fährt da eine Runde, fährt hier vorbei und jetzt haben wir diesen geschaltet. Jetzt ist dieses aktiv. Er schaltet diesen Universalfernschalter zurück. Die Lokomotive fährt noch eine Runde, kommt zu diesem Schaltgleis und jetzt ist die Funktion hier aktiv und der Richtungswechsel wird ausgelöst. Weil der Zug mehrere Schleifer haben kann, muss zwischen diesem Schaltgleis und dem da hinten immer eine ganze Zuglänge sein. Deshalb wäre bei dieser Anlage der Zug eben auf diese Länge begrenzt, sonst funktioniert der Rundenzähler nicht. Hat der Zug nur einen Schleifer, dann kann man diese Rundenzähler alle hintereinander machen, kann man 6 oder 7 einbauen und könnte dann mit einem Schaltpult die sozusagen dann einstellen, wie viele Runden er denn heute zählen sollte. Aber für diese kleine Anlage ist das ganz anschaulich. Fährt der Zug hier rein und der erste Schleifer trifft auf dieses Schaltgleis, wird der Richtungswechsel eingeleitet, fährt der Zug dann weiter, in diesem Fall nicht möglich, aber würde hier das Schaltgleis deaktiviert über den Universalfernschalter, damit nicht noch ein Richtungswechsel ausgelöst wird. Hier wird die Haltfunktion ausgelöst. Hier wird über diesen Universalfernschalter dieses Schaltgleis deaktiviert, dass die Haltfunktion nicht von weiteren Schleifern ausgelöst wird. Und hier wird sie wieder aktiviert. Grüner Stecker. Wenn hier die Lokomotive rückwärts fährt, wird die Weiche auf gerade gestellt. Und damit sie hier immer richtig steht, hier nochmal ein Schaltgleis, um in die Kurve zu drehen. Mein Resümee. Mit ein paar Schaltgleisen, dem universalen Fernschalter 7045 und dem Gerät 6600 kann man mit jeder analogen Lokomotive einen super automatischen Ablauf hinbekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.